Mein Name ist Carsten Viviora. Wir sind hier gerade in unserem Büro Viviora Studio und ich möchte Ihnen gerne unsere Teeküche vorstellen. Und zwar in der Teeküche befindet sich die Grue Blue, die Sie hier rechts neben mir sehen. Und warum haben wir uns für die Grue Blue entschieden, also auch gerade im Büro? Ich denke mal, ein ganz wichtiger Aspekt war für uns, dass wir diese Sprudelwasseranlage haben wollten, weil wir natürlich erstmal auch Gutes für uns und unsere Mitarbeiter tun wollten, dass wir eben immer Wasser anbieten können. Natürlich waren wir es leid, immer wieder Getränkekisten anzuschleppen, hin und her zu tragen, Pfand oder nicht Pfand, Plastik und all diese Diskussionen haben wir jetzt natürlich hinter uns, weil wir diese Anlage haben. Und sie ist sowohl in der Bedienung natürlich sehr einfach, ja, die meisten, man kann dann eben wählen, wie viel Sprudel man haben möchte oder auch nicht. Es wird gefiltert, es wird gekühlt, also jeder kann nach seinem Gusto hier Wasser zapfen. Das Wichtigste ist aber, und das ist wirklich das Resultat, wir fühlen uns wohl damit, weil es irgendwie nachhaltig ist, wie wir jetzt mit Wasser umgehen können und auch, dass wir Trinkwasser benutzen, was in Deutschland eine hohe Qualität hat. Und das andere ist eben, als Architekten und weil wir vor allen Dingen auch in der Innenarchitektur zu Hause sind und dort viele Projekte machen, ist uns natürlich nicht nur wichtig, dass Dinge nachhaltig sind, dass Dinge human-centered sind, also sprich auf den Menschen zugeschnitten werden und auch was das Wohlfühlen angeht für die Menschen. Darüber hinaus muss ein Produkt natürlich auch gut aussehen. Also wir brauchen auch dazu das gute Design. Die Grue Blue hat mit das Technik, die Technik ist natürlich das Besondere und deswegen sind bestimmte Sachen, die man dort braucht, sowohl zum Einstellen als auch in der Rohrdicke. Trotzdem ist sie aber maximal minimalistisch, würde ich sagen. Und sie passt eben auch dann eben in so eine Art von Innenarchitektur eben sehr gut rein und ich muss sie eben nicht verstecken. Also insgesamt sind wir sehr zufrieden damit. Ich kann Ihnen das ja einmal vorführen. Man wählt hier vor, was man haben will. Ich habe es gerne sehr sprudelig. Also einfache Bedienung und ich habe dann eben mein Sprudelwasser. Wir sind hier im Plattenpalast. Ein Gebäude, das eigentlich im Zeichen des Recycling und der Nachhaltigkeit steht. Wir haben auf der einen Seite als umgebende Bauteile Platten genutzt aus Plattenbauten von der WBS 70 aus Berlin-Marzahn. Und was wir noch recycelt haben, sehr prominent, es sind eben die Scheiben aus dem Palast der Republik. Im Inneren eine Mischung von Galerie, Minimalwohnen mit minimiertem Bad und Küche und auch Besprechungsraum. Wir haben uns hier in dem sehr kleinen Badezimmer für die Eurosmart Cosmopolitan entschieden, also auch eine Serie, die sowohl in einem kleinen Waschbecken, was man da sieht, am WC und auch in der Dusche. Dort gibt es nochmal diese Handbrause Euphoria. Da ist uns natürlich Nachhaltigkeit auch wichtig, einen sehr geringen Wasserdurchlauf, damit man da auch irgendwie sparsam mit der Ressource Wasser umgehen kann. Aber alle Teile passen auch wunderbar zusammen. Und deswegen haben wir da so ein gutes Design und alle Accessoires passen eben auch zu dieser Armaturenserie. Hinter dem zweiten großformatigen Spiegel befindet sich eine kleine Küche. Und auch hier haben wir ein Grue-Produkt eingesetzt, die Eurosmart Cosmopolitan Armatur für die Küche, also mit einem größeren Schwenkarm. Auch wieder ganz klare geometrische Formen, also auch ein Design, das eben sehr gut passt und auch zu den anderen Armaturen passt. Hier war uns aber auch wichtig, dass mit 5,7 Liter pro Minute eben der Wasserdurchlauf und der Wasserverbrauch natürlich deswegen auch sehr gering ist.